Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Racing Info. Und zwar mit Ford Racing 3. Ein, wie ihr an der Grafik schon erkennen könnt, etwas älteres Spiel. Es ist von 2004. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Racing Info hier mache. Ich spiele es gerade wirklich auf der Uhr PS2. Wenn sich ein paar wundern, ja, klar, das Ding ist ja dafür rausgekommen. Ja, das mag sein. Aber ich konnte es nie gescheit abgreifen. Ich konnte es nie gescheit capturen. Ja, das kann ich nun. Also, ich habe es jetzt geschafft, meinen HDMI-Adapter, also von AV auf HDMI-Adapter, endlich so einzurichten, dass das alles klappt. Weil vorher gab es immer Soundbugs. Das hatte wohl aber auch unter anderem mit dem HDMI-Kabel zu tun, was ich genutzt habe. Und außerdem mit dem USB-Stick, den ich genutzt habe. Jetzt habe ich einen 3.0-Stick dran, der hat einfach eine bessere Durchlässigkeit, was so den Datensatz angeht. Da funktioniert es viel, viel besser. Also das heißt, auf meinem Kanal werden zu den Projekten, die ich im Prinzip angeteasert habe in meinem, was ich in meinem Fiskaljahr machen will, was ja übrigens immer vom 25. Mai bis eben 24. Mai geht, so richtig schön unrund. Da ist halt mein Kanal gestartet, als Kanal, am 25. Mai damals. Vor nun über 3 Jahren. Und ja, was wollte ich euch noch sagen? Also ich kann halt jetzt PS2 abgreifen, ich kann jetzt die Ur-Xbox abgreifen, wo ich mich tierisch drüber freue, weil ich habe da so viel Zeug drauf. Und ihr seht, es hat auch eine vernünftige Qualität. Klar, es ist jetzt halt einfach nah am Original dran, es ist ein bisschen verpixelt alles, aber es läuft flüssig, ich habe keine Bugs drauf, alles cool. Und ich finde sogar das Spiel, für ein 14 Jahre altes Spiel, sieht das eigentlich ganz ordentlich aus. Läuft schön rund. Spielt sich super, hat eine super Arcade-Physik. Also ist keine Simulation oder sowas. Nee. Kann man machen. Ford Racing 3, geiles Ding. Ihr seht. Schön Drift kann man hier auch hinlegen. Und ach, Leute, ich freue mich einfach. Gut, was ich aber sagen wollte, ist auch noch unter anderem, Bioshock ist bei mir fertig abgedreht. Das geht noch eine Weile, das geht noch bis in September rein, am Wochenende, aber danach, wisst ihr ja, hab ich versprochen, kommt Alien Colonial Marines, wo ich mich auch tierisch drauf freue. Dann haben wir ja noch ein Wochenendprojekt mit Resistance 3, das ist schon fast abgedreht, also da fehlen mir vielleicht 3-4 Parts noch, die aber sehr hektisch werden können. Also das Spiel wird zum Schluss echt knüppelhart. Da habe ich auch schon ein Anschlussprojekt. Da gönne ich mir mal was. Zumindest vom Spielerischen sehr, sehr entschleunigtes. Aber vom Thematischen her einen ziemlich harten Tobak. Da werde ich endlich mal mich an Town of Light ranmachen. Ich spiele das dann auf der Xbox One. Alles kein Thema. Freue ich mich drüber. Harte Thematik, aber ein sehr entschleunigtes Spiel. Wie man immer so schön sagt, Walking Simulator. Und ich nehme das in mein Horrorwochenende-Gedöns mit rein, weil das ist von der Thematik wirklich der pure Horror, wenn man es vom Standpunkt her betrachtet, wie es damals war, weil das spielt in einer, naja, Irrenanstalt im frühen 20. Jahrhundert. Ich weiß jetzt gerade nicht, 30er Jahre, 40er Jahre, irgendwie sowas. Ist ja auch wurscht, jedenfalls, da sind halt noch solche Sachen wie Lobotomie und Schocktherapien und sowas gang und gäbe. Ganz davon abgesehen, wie die Schwestern und Wärter mit den Insassen, muss man schon fast sagen, umgesprungen sind. Aber egal, das kommt dann halt als nächstes. Nach Bioshock mache ich Aliens und nach Resistance 3 kommt dann Town of Light. Dann zu Silent Hill und zu XCOM kann ich nicht so viel sagen, was danach kommt. Da habe ich noch gar keinen richtigen Plan. Eins von den Spielen auf jeden Fall, die bei mir in der Liste waren, zu dem, was ich in diesem Jahr noch machen möchte. Auf jeden Fall. Was weiß ich selber noch nicht, wo ich Bock drauf habe. Das sage ich euch aber in einem späteren Resident Evil. Die beiden Projekte sind ja auch noch relativ neu. Das zieht sich ja noch eine Weile. Silent Hill ist erst vor ein paar Tagen, also irgendwann letzte Woche oder sowas angelaufen. Und XCOM ist ja auch erst so 2,5 Wochen oder so. Und dadurch, dass es nur 3 Parts in der Woche sind, wird das noch ein bisschen dauern. Ja, was habe ich sonst noch? Ja, Dark Souls, ne? Dark Souls geht lustig weiter. Ich habe da tatsächlich echt Spaß mit. Auch wenn ich mich, glaube ich, eigentlich schon
so ein bisschen überlevelt habe, möchte ich jetzt nicht sagen. Für meinen Spielstil ist das gut, weil ich bin ja doch kackgut, was das Spiel angeht. Ich bin ja nicht so gut. Ich spiele es halt was verdammt gerne. Das ist bei Spielen, glaube ich, allgemein bei mir ein Problem. Und da habe ich schon einen Nachfolger. Und zwar würde ich da ganz gerne mich dann an Lord of the Fallen versuchen, dass wir so auch so bei dem Genre bleiben. Soulsborne Game. Ich mag Lords of the Fallen. Ich habe jetzt privat schon einiges gespielt. Durch bin ich bei weitem noch nicht. Aber da habe ich so richtig, richtig Bock drauf. Also nach Dark Souls, Lord of the Fallen. Jo. Also nochmal kurz Zusammenfassung, wie ich es immer mache. Ich kann jetzt abgreifen. PS2-Spiele, Ur-Xbox-Spiele, Nachfolger von. Ich mach mal ein Kippchen an. Nachfolger von. Von Bioshock wird definitiv Alien Colonial Marines sein. Der Nachfolger von Resistance 3 wird Town of Light sein, wo ich mich auch sehr, sehr drüber freue. Aber das wird ein eher stilles Let's Play. Also dumme Sprüche oder so werden da wahrscheinlich von meiner Seite aus nicht fallen. Da will ich mich sehr, sehr zurückhalten. Dann eben, wie gesagt, die Wochenprojekte, die XCOM und Silent Hill, die laufen ja noch eine ganze Weile. Da mache ich mir noch einen Kopf, was ich da spiele. Das sage ich euch dann noch rechtzeitig. Und Nachfolger von Dark Souls weiß ich schon, es wird definitiv Lord of the Fallen sein. Wobei Dark Souls auch bei weitem noch nicht abgedreht ist. Jo, ansonsten, ich habe vor, mal wieder in nächster Zeit ein Gewinnspiel zu machen. Und das bezieht sich auf meine Kanal-Goals. Meine Kanalziele. Also ich habe eigentlich gar keine festen Ziele. Aber wenn irgendwas Wichtiges ist, jetzt habe ich zum Beispiel 40.000 Aufrufe erreicht. Das wäre eigentlich so ein Ding gewesen, aber ich habe es ein bisschen verpeilt. Was ich 40.000 Aufrufe oder wenn ich insgesamt bei 10.000 Likes stehe oder so. Ich stehe mittlerweile bei über 8.000. Also das geht relativ zügig. Also ihr liked wirklich fleißig, muss ich echt sagen. Die meisten. Bisschen böse muss ich auch klingen. Nein, wenn solche Goals erzielt werden, dann werde ich von dem Haufen von Mambo Nukem Spiele verlosen. Einfach so ein bisschen random. Das erkläre ich aber nochmal genauer, wenn es dann halt soweit ist. In dem Fall, weil es bringt ja zum Beispiel nichts, wenn ich jetzt im Rimnet zum Beispiel ein PS2-Spiel was ausschleudere. Das wird dann immer so ein bisschen angepasst an denjenigen sein, aber ich mache da irgendwas, was ich, wenn ich eine gewisse Like-Zahl erreiche, wenn ich eine gewisse Aufrufzahl erreiche. Abonnenten sind mal wieder ein bisschen abgekackt. Ich bin jetzt derzeitig wieder back to 99. Egal. Ich mache das hier aus Spaß. Ich mache das für euch. Ich mache das für mich. Vor allen Dingen für mich. Ein bisschen mein Ego polieren. Nein, Quatsch. Und jetzt sollte das Video eigentlich schon bald rum sein. Ich labere ja schon mal Frosch, ey. Das ist ja nie wahr. Genießt die letzten Bilder der Wiederholung von Ford Racing 3 und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Racing irgendwo wieder. Macht es gut, Leute. Ciao.